Hallo Freunde, hallo Patrioten. Was passiert in diesem Land? Von wem werden hier eigentlich regiert? In diesem Land werden wir von Lügnern, Heuchlern und Betrügern regiert. Wenn ich mir die Regierung Deutschlands anschaue, habe ich keine Hoffnung mehr. Wenn ich mir die Mitwirkung der kommunalen Ebene in den letzten 3 Jahren anschaue, habe ich ebenfalls keine Hoffnung mehr. Diese Regierung will keinen Frieden mit uns, dem deutschen Volk. Das zeigt sie uns jeden verdammten Tag. Frieden halten kann nur, wer im anderen sich selbst und sich selbst im anderen erkennen kann. Das können diese Menschen nicht. Was können wir tun? Welche Möglichkeiten haben wir? Können wir uns zum wiederholten Mal auf irgendeine Partei verlassen in diesem Land? Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kann ich persönlich keiner einzigen Partei mehr vertrauen, ganz besonders den Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Woher kommt mein Misstrauen? Kennen Sie den Stendaler Wahlbetrug? Sagt Ihnen das was? Das war 2014. Wieder einmal erfolgte der Wahlbetrug über die Briefwahl, auch in diesem Land. Durchgeführt von einigen Mitgliedern der CDU. Im März 2017 wurde das zu diesem Zeitpunkt ehemalige CDU-Mitglied Holger Gebhardt wegen Wahlfälschung in 300 Fällen vom Landgericht Stendal zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das Urteil ist bestätigt durch den Bundesgerichtshof rechtskräftig. Noch zu wenig. Im Zusammenhang mit dem Wahlbetrug trat auch Hardy Peter Güssau, übrigens ein diplomierter Lehrer, von seinem Amt als sachsen-anhaltinischer Landespräsident 2016 zurück. Auch eine Mitarbeiterin der Stadt Stendal wurde wegen des Vorwurfs der Beteiligung an der Wahlfälschung gekündigt. Das passiert in diesem Land. Das alles können Sie unter anderem nachlesen bei MDR Sachsen-Anhalt. In die Politik und die Verwaltung unseres Landes gehören auf allen Ebenen aufrechte Menschen. 2024 haben wir hier von der Straße die Möglichkeit, uns an Kommunalwahlen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu beteiligen. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen. Auf allen Leben muss dieses Land gerechter werden. Mit aufrechten Menschen, mit Patrioten von hier. Und wir möchten euch in diesem Zusammenhang auch nochmal die Reformation 2.0, die nicht nur in Wittenberg entstanden ist, sondern es war eine Zusammenarbeit von mehreren Bundesländern, die erfolgt ist, möchten wir euch heute nochmal nahebringen. Vielen Dank. Klaus, danke. Viele kennen bestimmt die 10 Thesen der Reformation 2.0 zu Wittenberg, aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese in jede Stadt und an jeden Ort zu bringen. Und wir werden sie jetzt verlesen. These 1. Die Bildung einer Übergangsregierung aus Persönlichkeiten mit hoher Fachkompetenz, die dann die Aufgabe haben, die Thesen 2 bis 10 umzusetzen. Ja. These 2. Friedensvertrag, Souveränität und Verfassung für Deutschland. Ja. These 3. Abschaffung oder Reformation der Parteienstruktur und Neubildung des Parlaments mit gewählten Volksvertretern ohne Haftungsausschuss. These 4. Verbot des Mitwirkens von Politikern an nichtstaatlichen Organisationen. These 5. Schaffung einer direkten Demokratie durch Volksentscheide für Themen von grundsätzlicher Bedeutung. These 6. Frieden und Freundschaft mit allen Staaten der Erde sowie der Grundsatz Frieden schaffen ohne Waffen. These 7. Abschaffung des WEF, Austritt aus der NATO, EU, WHO und UNO. These 8. Besetzung höchstrichterlicher Stellen und des Amtes des Bundespräsidenten durch Bürgerwahlen. Ja! These 9. So
Sofortige Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, Ende der Impfnötigung und jeglicher Zwangsmedizin und Haftung der Verantwortlichen. These 10. Stärkung freier und unabhängiger Medien, Journalisten und der Meinungsvielfalt. Noch was, es ist ganz toll, dass ihr hier alle zusammensteht. Ich danke euch, dass wir heute bei euch sein können. Und ihr seid spitze! Dankeschön.